Es wäre schön, wenn sich alle Menschen in der Nordstadt grüßen würden. Auf dem Asternstraßenfest 2020 wird schon mal geübt. Wir freuen uns bei Talk im Laden auf Willem Bamming. Am Samstag, den 11.07.2020, hat er sicherlich wenig Zeit für ein Interview. Darum freuen wir uns, dass er heute bei Talk im Laden ist. Herzlich willkommen, Willem Bamming. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ja, bei mir in der Asternstraße oder in meiner Wohnstraße. Das wird auch Zeit, oder? Ja, ich habe das ja immer verfolgt auf deiner Seite und im Internet und so weiter. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn du dich irgendwie ordentlich verhält, wirst du irgendwann eine Einladung bekommen. Und schön, dass es heute dann jetzt geklappt hat. Ja, darüber freuen wir uns auch ganz doll. Im Juli wird in der Asternstraße wieder sicherlich kräftig gefeiert. Und zwar am 11.07. Entschuldigung. Asternstraßenfest. Wie hat das alles angefangen? Wie lange gibt es das jetzt? Ja, es hat es im Vorfeld schon mal gegeben, also in den 90er oder auch in den Anfang 2000er Jahren. Und ist dann allerdings im Grunde genommen irgendwie eingeschlafen. Aus welchen Gründen weiß ich nicht. Aber diese neue Runde jetzt gibt es seit 2015. Genau. So, und also viele meinen immer, ich sei der Initiator oder ganz am Anfang dabei gewesen. Dem ist nicht so. Mhm. Klären wir heute auf. Ja. Es hat an einem regnerischen Februartag irgendwie abends, ich war zu Hause und habe gedacht, so jetzt gehst du noch, trotz des miesen Wetters, gehst du noch eine Runde laufen. Glücklich. Ja, und dann gehe ich nach unten und dann stehen zwei junge Frauen, die ich aus dem 24 Grad kenne, die dort bedienten zu der Zeit, standen vor der Tür und wollten Zettel in die Briefkästen werfen. Und weil ich geahnt habe, dass heute was mit dem Asternstraßenfest kommt, habe ich diese Zettel dann noch, den habe ich damals aufbewahrt und den habe ich noch mal dabei. Also damit ist es im Grunde genommen für mich angefangen. Okay. Und da wurde eingeladen zu einem Organisationstreffen, zu einem Treffen für ein Nachbarschaftsfest. So war es damals tituliert. Fest im Sommer unter Nachbarn. Ja, und da bin ich dann hingegangen und habe ganz viele Menschen getroffen, die ich damals noch nicht kannte. Mhm. Also ich habe das ja auch mitgekriegt. Du hast schon eine ganze Menge übernommen, finde ich. Hast du jetzt ewig lange überlegt, na, das ist eine recht große Verantwortung, finde ich. Die Asternstraße ist lang, ich wohne ja auch hier in der Nähe, der Laden ist hier in der Asternstraße. Ich empfinde das denn doch als große Verantwortung. Man weiß gar nicht, was da so auf einen zukommt. Bist du gleich so ins kalte Wasser gesprungen und hast was übernommen? Oder hast du dann doch auch eine Weile noch überlegt, ob du das jetzt machst? Also in der Rückschau war es, glaube ich, für mich relativ schnell klar. Ich werde da irgendwie auch Verantwortung übernehmen, wenn man mich denn lässt. Und also in dieser Runde, das war vorne bei den Navigatoren, dort die christliche Studentengemeinschaft, die dort das initiiert hat. Und da war ganz viel Engagement und ganz viele junge Leute, aber da war, vielleicht so, fehlte so ein bisschen die organisatorische Erfahrung, wie macht man das? Und da habe ich gedacht, na gut, ich weiß auch nicht, wie man es macht, aber organisieren kann ich und dann nehme ich das mal in die Hand. Man lernt es ja auch. Ja, ne? Also und es war mir am Anfang tatsächlich nicht klar, wie viel Verantwortung das da so dranhängt, wenn man dann irgendwie die Anträge stellt und wenn man dann irgendwie die Belehrung mit den Genehmigungen bekommt, was man denn alles einzuhalten hat und was man alles nicht darf. Und so, dann wird es einem schon ab und zu ein bisschen schummerig, aber letztendlich habe ich gedacht, wenn ich das nicht kann oder wenn ich das nicht machen sollte, wer sollte es denn vielleicht in dem Moment gerade aus diesem Kreis sonst tun? Und da habe ich gesagt, das mache ich. Super. Ich kann mich auch noch an nach dem Fest erinnern. Ich habe dich getroffen und ich hatte das Gefühl, dass du so ein bisschen schwebst. Und dieses Gefühl nach so einem Fest, dieses Glücksgefühl, das man selber hat, und zwar tagelang, weil es alles so gut gelungen ist, weil die Menschen sich gefreut haben. Ich habe dieses Fest wie ein Happening empfunden. Ich hatte das Gefühl, alle sind total glücklich und entspannt und das Wetter spielte mit. Das war großartig und es ist auch toll, dass es weitergeht. Da gibt es doch aber jetzt mit Sicherheit einen Grundstamm von Leuten, die immer dabei sind, oder? Ja, tatsächlich treffe ich mich heute Nachmittag mit einem
kleinen Kernorga-Team. Das sind zwei Leute von den Navigatoren und das ist Ilka hier, eine Anwohnerin. Und allein jetzt, um zum Beispiel diesen Termin festzulegen, 11.07., das muss ja auch erstmal geklärt sein, so nach dem Motto, wann soll es denn sein? Das war beim ersten Fest ja auch noch nicht mal klar. Inzwischen wissen wir, wir brauchen eine Bühne, also den Bühnenbauer müssen wir fragen. Eine ganz wichtige Location ist das was nun. Ja. Das ist irgendwie mitten im Zentrum und bietet Toiletten und ist einfach für die Atmosphäre unheimlich wichtig. Also Conny muss gefragt werden, passt es mit deinem Termin in deinem Laden? Und wer uns auch immer unterstützt und wo wir dann auch sagen, so da müssen wir sehen, dass wir da eine Übereinkunft erzielen, ist die Nordstädter Kirchengemeinde, weil von denen kriegen wir immer die Tische und Bänke. Mhm. Und es soll dann auch ja nicht zu Terminkollisionen kommen. Und insofern, das sind so die drei Ankerpunkte, wo wir uns drauf konzentrieren und wo wir schauen, dass wir die jetzt inzwischen dann auch hinkriegen. Ja, weil es hat schon mal gegeben, dass es irgendwie nicht passt und dass ein Termin umgelegt werden musste. Das ist dann unglücklich. Aber im Moment können wir uns schon noch alle auf den 11.07. freuen. Ganz klar, ganz deutlich, das wird passieren. Es ist alles abgeklärt. Gibt es auch wieder diesen, du sagst ja, die Tische gibt es von der Kirchengemeinde, gibt es auch wieder diesen wunderbaren langen Tisch, wo alle dran sitzen können? Das wissen wir noch nicht, wie das Konzept so ist. Dann kommt es so ein bisschen drauf an, wie die Anwohner sagen so, oder wie die Beteiligten sagen, so und so möchten wir das gerne. Also wie gesagt, heute Nachmittag treffe ich mich jetzt, dann werden wir einen Termin für ein erstes Anwohnertreffen oder Interessententreffen, sage ich mal so. Also es sind ausdrücklich inzwischen nicht nur die Bewohner der Asternstraße, sondern es soll ein Fest für den Stadtteil sein. Also ja. Ich habe auch ja per Mail eingeladen und werden das auch noch mal ein bisschen breiter streuen. Und was dann an Ideen kommt, aber ich glaube, auf diesen langen Tisch wird keiner verzichten mögen. Den werden wir wieder machen. Das ist ganz toll. Also es ist wie jedes Mal gewollt, dass die Nordstädter sich einbringen, dass die Ideen entwickeln. Die Leute, die mitmachen können, das ist aber schon irgendwie klar, dass es ausschließlich Nordstädter sein sollen. Da kann jetzt keiner aus Linden kommen und sagen, wir backen tolles Brot, können wir in Standmann. Das soll schon eher was unter den Nordstädtern bleiben. Wir haben hier mit den... Es gibt da unterschiedliche Bereiche. Also wenn ich hier den Flohmarkt hier sehe, was ja ganz stark von Anwohnern und insbesondere auch von den Kindern irgendwie stark genutzt wird und als toll empfunden wird, dann sage ich, also das ist eine Nordstädter Geschichte hier. Da wollen wir auch keine Professionellen und da wollen wir auch aus anderen Stadtteilen nicht. Aber wenn ich hier so vorne den Bereich sehe, wo wichtige Initiativen sich irgendwie darstellen. Da ist also durchaus Vielfalt gewünscht und da war im letzten Jahr waren dann die Solar oder beim letzten Mal war dann die Solavi dabei, die hat dann hier in der Nordstadt inzwischen ein Depot aufgemacht und haben hier also Leute, die da mit tun. Oder ja, eine Initiative, die im Flüchtlingsbereich was macht oder auch die ganzen Künstler, die da waren, die sind natürlich nicht alle nur aus der Nordstadt, sondern die kamen aus anderen Bereichen. Also da sind wir offen. Also da sind wir nicht irgendwie so nach dem Motto, nee, du kommst nicht aus der Nordstadt, du darfst hier jetzt nicht hin. Aber nein, es ist natürlich so, dass schwerpunktmäßig jetzt auch allein schon aus der Beteiligung in den Vorjahren die örtlichen Vereine sagen so, wir wollen wieder dabei sein und können wir wieder einen Stand und so weiter. Im Grundsatz sind wir offen. Sehr schön. Wenn ich jetzt einen Stand möchte oder auch irgendeine Aktivität habe, wie muss ich mich anmelden und wie schnell muss ich mich anmelden? Kann ich da auch noch 2 Tage vorher kommen? Ich habe jetzt hier einen 3-Meter-Wagen, gibt es dafür noch Platz oder ist das zu spät? Mit Gastronomieangeboten schauen wir schon, dass es nicht zu viel wird, dass es also auch passt und dass es zum Angebot, wenn jetzt hier der dritte Dönerstand kommt, dann sagen wir, Leute, geht nicht. Ja? Das wird so sein, wenn ein interessantes Angebot, das kann auch 2 Tage vorher kommen. Ich erinnere mich sehr gern an die Geschichte mit Hannover Gin, die am Anfang 2015 und auch 2017 dabei waren. Die
wo der Betreiber Hjalmar mich, ach Quatsch, Hjalmar sage ich schon. Hjalmar ist der Kameramann hier. Du bringst die Männer durcheinander. Jürmer mich 2 Tage vorher anrief und sagt, pass mal auf, ich habe da was. Und ich sage, ja komm, lass uns mal eben Kaffee trinken, lass uns mal eben kurz sehen, was geht. Und dann kam der morgens mit einem Abschleppwagen und hat seinen alten Hanomag hier in die Straße gestellt. Und ich habe gedacht, wie großartig ist das denn? Das war so ein richtiger Hingucker, wo man sagt so, boah, ja. Und sowas zu solchen Leuten, zu solchen Initiativen bekommt man ja auch über solche Aktivitäten nur Kontakt. Ansonsten hätte ich es gar nicht gewusst, dass es sowas Tolles da am Waldendamm gibt. Ja, und gerade das soll so ein Fest ja auch bieten, nämlich die Möglichkeiten zeigen. Das heißt auch, wenn ich über den Engelbostler Damm laufe und ich weiß überhaupt nicht, dass es ein Fest, wie du schon sagst, da steht dann aber so ein Eyecatcher, so ein Hingucker. Ich denke, was ist das denn, da gehe ich jetzt hin. Da muss ich mal gucken. Und was mich auch ganz besonders freut, ist, du bist jetzt so lange dabei. Du machst das mit Leib und Seele, das sieht man, du sprühst, du strahlst, immer wenn du von diesem Fest sprichst, egal wo man dich trifft, du machst das mit ganz viel Liebe und das machen die anderen auch alle und das finde ich sehr, sehr schön. Gibt es, also Hannover Gin hast du ja schon gesagt, aber gibt es noch ein anderes Erlebnis, das dich richtig berührt hat, das deine Seele so sehr berührt hat, dass du immer noch dran denkst? Ja, also was tatsächlich für mich immer ganz besonders erhebende Momente bei den Festen sind, also jetzt, ich würde gar nicht ein Eins, das ist der Zeitpunkt, wenn die Straßen leer werden, wenn die Straße, der öffentliche Raum den Menschen gehört, in dem Moment, wo das frei wird und wo dann inzwischen sich dann auch schon Tage vorher Leute auch schon Wimpelketten über die Straße hängen, schon klar wird, so nach dem Motto, ja, es ist soweit, das ist immer großartig. Und wenn dann am Morgen oder abends schon und morgens dann so die Autos so langsam aus der Straße verschwinden, das ist immer großartig. Wir wollen das nicht mehr ausdehnen als nötig, aber fürs Fest ist es einfach gut, wenn die Straße dann frei ist und dann die Menschen. Das geht ja nicht anders, ja. Na, und weißt du, was ich auch toll finde? Also eigentlich meckern immer alle, wir haben hier keine Parkplätze und nichts geht mehr. Aber in dem Moment, wo alle irgendwie zusammen feiern wollen, plötzlich sind die Autos alle verschwunden. Sie stehen alle irgendwo, sie finden alle irgendwo einen Platz. Ne? Und das finde ich doch, also ich finde es schön. Aber Willem und ich haben uns nämlich schon mal vorher getroffen und da hast du mir was erzählt mit Kindern aus deinem Haus und das fand ich so schön. Pappkarton. Magst du das nochmal erzählen? Das fand ich ganz, ganz süß. Und da freuen sich auch bestimmt die Kinder aus deinem Haus drüber, wenn du das jetzt erzählst. Ich glaube, es waren nicht nur die Kinder aus unserem Haus, sondern auch die aus dem Nachbarhaus. Aber ein Mädchen habe ich da besonders im Blick. Naja gut, also am Tag vorm Assamstraßenfest. War das letzte Fest? Ja, das war das letzte. Mhm. Da hatte ich mich dann nochmal kurz abgelegt und dann am Freitagnachmittag und dann klingelt es an der Tür und dann irgendwie, ich glaube, 3 Mädels standen vor der Tür. Willem, hast du einen Karton? Ich sage, nee, Karton habe ich nicht. Aber ihr könnt ja mal, könnt da vorne mal zum Fahrradcafé, zu Florian gehen, der hat immer was. Und der hat auch schöne große. Ja, Karton. Der hat schöne große und so. Das wollten sie dann nicht. Und dann, oder das habe ich, ich sage, pass mal auf, ich in anderthalb Stunden bringe ich euch welche. Dann bin ich zu Florian gegangen, habe ein paar Kartons und dann wusste ich auch nicht, was damit passierte, was damit passieren wollte. Das haben sie mir ja nicht verraten. Und auf dem Asternstraßenfest, dann kamen sie damit um die Ecke und zwar mit diesem Roboter, mit diesem Geschenkeroboter, der an dem es, also die hatten sie mit Folie beklebt und dann hatten sie ihm Augen gegeben und auch so ein, und dann konnte man, dort oben konnte man in so eine Streichholzschachtel, konnte man so eine kleine Münze einwerfen und dann konnte man da, sich ein Geschenk dann raus. Das war Elli, der Geschenk. Und es gab noch eine zweite Geschichte, die waren von irgendwelchen anderen Kindern hier. Und also ich finde es immer wieder großartig, wie sowas die Kreativität der Kinder irgendwie auch anregt und wo sie sagen so, ey, das machen wir. Und wir, also was hier, was wir hier immer auch versuchen mit den Spielen, und das wird dieses Jahr auch wieder so sein, also wenig Technik, sondern die einfachen Dinge. Also wenn das, was du und ich aus unserer Kindheit kennen, ja, das begeistert die Kids auch heute noch. Ja, ja, Gott sei Dank, ich freue mich. Das ist schön. Ja, und von daher, also wir
nehme da eigentlich keine großen technischen Dinge, die dann auch irgendwie, wo jemand das betreuen müsste, die dann vielleicht auch Geld kosten und so weiter, sondern versuchen es mit so kleinen Dingen zu lösen, dass also sowas wie Seifenblasen fällt mir gerade ein oder auch diese so Schleifen, wo man dann mit so einer dann mit so einem Stab eben versuchen muss, da sich durchzulavieren und solche Geschichten. Also sowas immer gerne, ja. Und also das werden wir dieses Jahr sicherlich auch nochmal versuchen, vermehrt anzuregen, so nach dem Motto, bringt eure Spiele mit auf die Straße und spielt mit den Nachbarn. Mhm. Oder das muss natürlich nicht nur für die Kinder gelten, aber für die insbesondere, ja. Wunderschön. Ich bin ja eh jemand, der eher so für die kleinen, normalen Dinge irgendwie schwärmt. So überschaubar, schön, muss Spaß machen. Wir waren jetzt gerade bei 2018, da gab es den tollen Roboter. Und nach dem Fest ist sofort schon wieder eine neue Idee entstanden. Und zwar für den gemeinnützigen Verein Nordstadt Entdecken. Den gibt es inzwischen. Was entdecken wir mit euch? Ja, ich sag, ich antworte als erstes auf die Frage Menschen und Möglichkeiten. Das ist so, das stelle ich mir darunter vor. Dann will ich noch so ein bisschen was zur Entstehung. Also wir hatten auf dem Assamstraßenfest, haben wir mal gemacht, so eine Ideenbörse Nordstadt. Das war vorne dort hier bei Pizza Factory. Da war eine große Stellwand mit einer Karte vom Stadtteil. Und da waren so die Möglichkeiten drauf, so Pins draufzusetzen. Was gibt es für Initiativen hier überhaupt und was machen die und wie kann man mit denen in Kontakt treten? Und das hat irgendwie unheimlich langsam angefangen. Dann hatten wir auch noch so ein paar Flipchart da vorgestellt, wo die Leute dann so Freestyle was draufschreiben konnten. Gut, das hat dann, wie gesagt, ist langsam angelaufen, aber am Ende des Tages war das Ding voll. Mhm. So, und hier, das haben wir dann auch irgendwie brav gesammelt und erstmal so archiviert und die Frage, ja, was machen wir denn jetzt damit? Und da waren auch viele Initiativen drauf, die selbst ich nicht kannte, wo ich gedacht habe, so, wenn du die schon nicht kennst, wie ist das für andere? Oder das kann man doch mal sichtbar machen. Also dann war jetzt eben die Initiative, die Idee, diesen Nordstadt entdecken zu machen, wo man als erstes, also was für mich so im Vordergrund steht, Menschen und Möglichkeiten, also ich entdecke dann mal meine Nachbarn, was machen die, was läuft bei mir in der Nachbarschaft. Und dazu dann auch, also wir haben ja entsprechend so eine Website, dann würde ich da zum Beispiel vielleicht auch Profile so von inhabergeführten Läden hier aus der Nordstadt oder sowas, das ist noch eine unsortierte Idee vielleicht, aber sowas schwebt mir durchaus vor. Das darf sich ja auch entwickeln. Das darf sich ja auch entwickeln und dann soll es einfach jetzt auch demnächst mal Treffen geben, wo Nachbarn dann irgendwie zusammenkommen. Und was ich ja ganz großartig fand, tatsächlich diese Idee mit diesem Tanztee. Da habe ich, wo wir uns letzt ausgetauscht haben, habe ich gedacht, großartig. Ja, und so, das würde ich auch wahnsinnig gern machen. Da würde ich auch gerne mitwirken, weil ich habe viel Kontakt mit älteren Menschen, ne? Besonders ältere Damen, und habe da halt auch so mitgekriegt, dass dieser Wunsch, sich mal wieder richtig schwer in Schale zu schmeißen, dass dieser Wunsch einfach da ist. Die Musik von früher zu hören. Meine Freundin Anita hat wahnsinnig gerne gesungen, die hat mir manchmal vorgesungen, ne? Und so, das sind Menschen, die waren mal so jung wie wir. Wir beide sind ja nun auch nicht mehr so junge Hüpfer, ne? Und die waren jung, die waren schön, die sind auch heute noch schön. Die haben geliebt, die haben gearbeitet. Und ich sehe die alle schick angezogen beim Tanztee. Die Damen werden zum Tanzen aufgefordert. Ich finde es wunderbar. Also Willem, bitte, wenn das ins Leben gerufen wird, ich will dabei sein. Das will ich wirklich mitmachen, weil das ist toll. Und deshalb, wie viele Mitglieder gibt es? Und gibt es jetzt schon Projekte? Ich meine, das könnte jetzt ja eins sein mit dem Tanztee. Aber gibt es auch schon andere Ideen für Projekte? Ja. Wie viele Leute seid ihr inzwischen? Also tatsächlich haben wir natürlich eine Satzung und sind anerkannt vom Finanzamt und so weiter und so fort. Wir arbeiten aktuell auch an den Mitgliedsanträgen. Das wird ganz in Kürze jetzt auch passieren. Gegründet worden sind wir von 12 und in den Workshops und so weiter hatte ich insgesamt, waren ungefähr rund 30 Personen. Mhm. Also die rechne ich jetzt mal zum inneren Kreis.
So, und da werden über die Mail, die ich jetzt kürzlich auch zum Astern-Schwarz verschickt habe, da haben sich jetzt ungefähr 70 Leute gemeldet. Also ich gehe davon aus, dass wir einfach da auch irgendwie eine Resonanz bekommen und dass, wie du gerade sagst, sich das entwickelt. Dann die Frage, gibt es schon Projekte? Also Ideen gibt es, aber was wirklich umgesetzt ist, soweit noch nicht. Aber zum Beispiel letztens, da wurde ich auch schon von anderen Leuten auch angesprochen, Mensch, Wilhelm, das müssen wir doch machen. Es gibt so eine Frau in Hannover-Schmünden hat so eine Geschichte wie einen mobilen Geschirr- und Besteckservice, wo man kostenlos sich für Feiern Geschirr und Besteck irgendwie ausleihen kann. Mhm. Das ist ganz unkompliziert dort organisiert. Sowas könnte man hier auch machen. Das geht so in die Richtung, wir vermeiden Müll. So, ja. Das ist eine Idee. Was hatte ich denn jetzt noch? Genau. Aktuell ist es auch, ich bin ja häufig mit der Werkstattschule in Kontakt und also vielleicht werden wir so eine kleine Sammelstelle für Altkleider haben, die dann von uns mitbetrieben wird, wie auch immer, die dann für gemeinnützige Zwecke dann, ansonsten gibt es hier kommerzielle, aber wir wollen es dann auch gemeinnützig, die Werkstattschule hat das in anderen, oder die Institution hat das an anderen Standorten schon mal gemacht. Ob sich das konkretisieren lässt, weiß ich nicht. Mhm. Vielleicht plaudere ich auch schon so ein bisschen zu viel aus, aber das vielleicht entwickelt sich aber durch das Gespräch schon wieder irgendwas, dass jemand das sieht, die Sendung sieht und sagt, Mensch Wilhelm, gute Idee, den rufe ich mal an. Ja. Kann doch sein. Und ich weiß noch, als ich in der Lilienstraße war und mein Vermieter mir diese Altkleidercontainer vorne an Eingang stellte, ich fand das so schlimm, weil alle da ihren Müll abgeladen haben. Ja, und es steht auch dran, kommerziell, und es ist nichts Gutes, da was reinzuwerfen. Das fand ich ganz, ganz schrecklich. Das hat mich echt gestört. Der Kameramann hat schon wieder auf die Uhr gezeigt, weil ich verquatsch mich immer gerne, weil ich meine Gäste ja auch immer sehr mag und sehr interessant finde. Aber wir müssen uns dem Ende neigen. Also, Astern-Straßenfest ist im Juli. Es wird kräftig gefeiert. Den Verein Nordstadt Entdecken gibt es auch neu. Darüber werden wir sicherlich noch mehr erfahren. Lieber Wilhelm, unsere letzte Frage. Ich bin gespannt, was du sagst. Was glaubst du, was müsste passieren, damit die Welt ein bisschen besser wird? Ja, da komme ich so ein bisschen von mir selbst oder denke so... Gerne von dir selber, weil wenn, es ist ja deine wenn die, Meinung. Wenn die Leute mehr den Blick für ihre Nachbarn, für ihre Menschen in unmittelbarer Nachbarschaft haben, so nach dem Motto, was bewegt ihn, was kann ich vielleicht für ihn tun, was kann ich vielleicht mit ihm gemeinsam tun. Das wäre, das merke ich ja hier in der Straße, das merke ich bei vielen Aktionen, die man so hat, dass das die Menschen zusammenbringt und auch irgendwie erfüllt. Und das würde ich mal für viele, gerade natürlich hier im Stadtteil, auch noch mehr wünschen. Wahrscheinlich wird das nach diesem Gespräch noch besser klappen, Wilhelm. Ich glaube schon. Du bist da jedenfalls mächtig dabei und dafür darfst du uns heute auch ein Autogramm geben. Ja. Suchst dir ein Fach aus. Drei hast du noch mit Datum und natürlich mit Namen. Muss man das lesen können? Ja, und du schreibst halt. Alles kann man ja wirklich nicht lesen. Ja. So, das ist der Wilhelm Bamming, der war heute unser Gast und der ist ganz arg mit dem Astern-Straßenfest in Verbindung und heute gibt es da sogar schon das erste Gespräch. Das finde ich ganz spannend, dass das gerade heute ist. Ganz viel Glück dem neuen Verein, ganz viel Glück fürs Astern-Straßenfest. Wir werden dieses Jahr auf dem Straßenfest mit der Kamera ein bisschen rumlaufen. Wir wollen mal ein bisschen die Gäste interviewen und fragen, wie viel Spaß sie beim Feiern haben. Mit dir haben wir heute gesprochen, weil ich weiß ganz genau, du rennst an dem Tag völlig hektisch in der Gegend rum und hast eigentlich keine Zeit. Aber es wird mit Sicherheit wieder ein tolles Fest. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir beide sehen uns in der Nordstadt. Und dann würde ich sagen, tschüss. Bis in zwei Wochen. Ja, aber ich will mich dann auch nochmal ganz herzlich bedanken für das nette Interview hier und dass ich eingeladen wurde und so weiter. Großartig.
Sehr gerne, Wille. Bis demnächst. Tschüss.